Ja, moin Leute, hier ist wieder Zeta, aka Devilmaus von theyoungfamily.de und heute zur Eventtime auf unserem supergeilen Server tfmc.de. Und ja, wir haben heute mal wieder für euch ein tolles Pferderennen aufgebaut. Und ja, die vielen User sind jetzt hier schon Dein zahlreich PC lädt erschienen. einfach. Huch. Ja, gut. Ich habe einmal ganz kurz mich im Teamspeak gemutet. Ich habe vergessen, dass ich da ein Hotkey für habe. Also lasst euch nicht verwundern. Ich versuche jetzt hier gerade nochmal diese kleinen technischen Schwierigkeiten zu lösen. Ich denke mal, es wird auch gleich online, gleich losgehen. Und ich muss nochmal ganz kurz aus dem Teamspeak gucken, Leute. Es tut mir leid. Wie gesagt, ja, eine tolle Aufnahme. Okay, im Teamspeak bin ich noch gemutet. Sollte auch weiter so bleiben. Ja, wie gesagt, Pferderennen, eine tolle Strecke. Ich werde es euch schon mal ein ganz klein bisschen im Überflug halt zeigen. Währenddessen, hallo alle User, ich grüße euch. Ich grüße euch auf jeden Fall, ne? Ihr seid die Besten. Toll, dass ihr wieder so zahlreich bei uns erschienen seid, ne? Und ich mache kurz einmal den Chat aus, ne, damit ihr ein bisschen. Ne, dann sieht man den Namen nicht. Die solltet euch auch im Video sehen können. gut. Ja, wie gesagt, hier ist das Ziel, ne? Lasst euch nicht täuschen, es ist ziemlich nah dran. Aber warum fliegt hier einer rum? Ach so, der ist durch die Wand gelaufen. Okay, lol. Habt ihr das gesehen? Auch nicht schlecht. Ich denke mal, es wird gleich losgehen. Die Leute sagen mir gleich im Chat Bescheid. Währenddessen werden wir einfach nochmal kurz genießen, wie viele Leute da sind. Und ja, ich fliege hier nochmal rum an euch ganz nah vorbei. Hallo Leute, hallo Leute. Es wird gleich losgehen. Ich warte eigentlich nur noch auf den Countdown. Ne? Server ist Oh voll. Gott, ich habe. Huch, ich darf diesen Hotkey, ich darf die Tab-Taste nicht drücken. Es tut mir leid, Leute. Oh, what the fuck? Kann ich das noch? Ja, ich kann. 109 Leute sind online. Ja, ich hoffe, das Event wird ein voller Erfolg. Ich denke mal, es wird auch gleich losgehen. Ne, die sind ja natürlich alle schon gespannt, wie die Flitzpiepen. Und freuen sich natürlich auf unsere Events. Ja, wie gesagt, jetzt immer versuchen wir mittwochs und also sonntags haben wir eben unser Standard-Event mit Wer wird Hürdeffler. Da müsst ihr natürlich auch immer mal mit bei sein. Ne, es lohnt sich auf jeden Fall. Ne, seid dabei. Und ja, 18 Uhr ist das immer geplant sonntags. Dann nehmen wir auf. Oh, es geht schon los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr habt schon gesehen, es leckt wie Hulle. Also beziehungsweise, oh Gott, nicht leckt wie Hulle, aber der Server, er geht nicht los. Ach so, lol, ich bin nicht drüber gekommen. Oh Gott, ich sehe hier gar nichts. Ich sehe gar nichts, Leute. Ich kenne die Strecke ziemlich gut. Da ich ein Teammitglied bin, weiß ich, dass ich auf jeden Fall nicht gewinnen werde. Oder gewähren tue auf jeden Fall. Oh nein, ich bin falsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe leider meine Innensicht nicht mehr. Und ich muss meine F5 nochmal drücken nebenbei. Oh Gott, hier sind so viele Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Passt bloß auf. Und ich hoffe, die Leute haben den Tipp. Ich habe, oh, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Das tut mir leid, Leute. Ich gebe trotzdem nebenbei mein Bestes. Ich werde meinen Power Speed noch eingeben. Ja, wenn man natürlich hier Sprinten drückt, ist man als Pferd auch ein bisschen schneller. Das wissen viele Leute nicht und viele denken halt, das ist hier diese Rainbow Map aus diesen anderen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh Gott. Das war nicht gut, Leute. Das war nicht gut. Ich habe hier voll verkackt. Oh Mann. Wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin wieder weiter oben. Also wieder an meiner richtigen Stelle, wo ich halt hin wollte. Wir heizen an den Leuten hier natürlich vorbei. Vor mir. Ich kann es jetzt gerade nicht ganz genau erkennen. Aber warum bin ich auch da runtergefallen? Normalerweise passiert mir das nicht. Ich weiß nicht, ob schon jemand die Runde gewonnen hat, aber ich denke mal noch nicht. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben und hier noch unseren vorigen Gegner noch überholen. Ja, er nimmt die falsche Seite. Und wir kommen an ihm vorbei. Wir ziehen an ihm vorbei. Die anderen beiden überholen wir jetzt auch noch gleich. Ich hoffe es zumindest. Ich gebe wieder ein bisschen Speed. Und Leute, kommt, wir holen sie. Die kennen natürlich die Strecke nicht. Ich habe da einen leichten Vorteil. Oh, Krusten King ist auch. Oh nein. Krusten King ist auch vor mir. Den werde ich auf jeden Fall auch überholen, definitiv. Wirst gleich sehen. Krusten King, ich komme dich holen. Gut, er kennt natürlich hier diese Strecke natürlich nicht so wie ich halt und von da aus habe ich da einen leichten Vorteil. Wow, viele Leute springen hier natürlich auch daneben. Oh, er kennt doch die Strecke ein wenig. Hier muss man nicht springen. Nein, jetzt muss man springen, genau. Nicht schlecht. Oh, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich werde ihn noch versuchen, ein wenig zu schneiden. Er springt natürlich, das war sein Fehler. Ich werde ihn jetzt ein bisschen schneiden. Ich habe ihn überholt. Leute, ihr seht, ich überhole ihn. Ne? Ich versuche ihn natürlich ein bisschen auf eine falsche Bahn zu leiten. Na, so bis er denkt, er kommt an mir vorbei noch, aber ich werde ihn jetzt hier auf jeden Fall fertig machen. Lieber Krusten King, es tut mir leid. Die Zielgerade ist mein auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall definitiv vorm Ziel stehen bleiben. Haben wir so ausgemacht, denke ich mal. Ist auch ganz gut. Für die Leute.
Oh nein, ich bin runtergefallen. What the fuck? Das darf mir natürlich nicht passieren. Und, ich weiß, das schreiben die mir jetzt auch gerade nochmal im Teamchat. Ne. Und ich wäre so oder so nicht Erster geworden, wie gesagt, aber das seht ihr im Video. Ich hätte auch so oder so hier gewartet. Und, stelle mich mal einfach ganz normal hier ins Ziel. Und, ja, das war jetzt die erste Runde. Es hat schon der erste ins Ziel geschafft. Und zwar Gunmaster LP ist Erster geworden. Yay! Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hoffe, den Leuten gefällt das. Wenn es euch gefällt, natürlich, hinterlasst mir auch einen netten Kommentar oder beziehungsweise einen Daumen hoch, damit weiß ich, dass euch diese Events halt gefallen und dass wir öfter so eine Sachen halt machen. Ja, wir werden auf jeden Fall öfter Sachen gewinnen. Euch da natürlich auch zum Gewinn geben. Oh, da ist der Movo rein. Also der dritte und er hat 70 Coins noch bekommen. Ja, und die Teammitglieder warten hier schon natürlich, ne? Und Kristen King ist mit rein. Das ist natürlich nicht so schlimm. Ich kann jetzt auch wieder mit rein, denke ich mal. Weil ich natürlich achte. Oh, ich habe doch noch Coins dafür bekommen. Ja, das war Runde Nummer 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen hoch und einen netten Kommentar hinterlassen. Das war's von mir und wir sehen uns gleich zu Runde 2 wieder. Ciao.